aber auch sehr dumm, Klaus. Und das Lied geht wie folgt. Klaus war wieder mal nicht brav. Er hat etwas angestellt. Mutti hatte gleich gesagt, heute gibt's kein Taschengeld. Doch das hat mich gezogen. Klaus war nicht zu zügeln. Sie fanden es zu oldschool, ihn einfach zu verprügeln. Er saß auf der stillen Treppe. Er bekam den Schweigefuchs. Doch alle diese Sanktionen haben nichts genutzt. Er bekam 3 Jahre Hausarrest. Dazu nur Brot und Wasser. Doch dann fanden sie ein Mittel und das war deutlich krasser. Dann am nächsten Morgen wollten sie ihn wecken, doch gab's zu ihrem Schrecken dort nur eines zu entdecken. Klaus ist tot, Klaus ist tot, wegen Internetverbot. Sie nahmen ihm das WLAN und er nahm sich das Leben. Sie sahen ihn am Morgen in der Badewanne liegen. Er war leichenblass und blutleer. Und alles ausschließlich wegen verbotenen Computer. Klaus. Hast du dir denn ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen können, Klaus? Der dumme Klaus. Kein Twitter und kein Chatten. Und kein WhatsApp mehr. Sein Statusfeld bei Facebook stand viel zu lange leer. Und auf seinen Fumblefeldern da verrottete das Korn, weil kein Mausklick es mehr mähte. Weder hinten, weder vorn. Und bei World of Warcraft starb sein Avatar. Und das war besonders tragisch, weil er Level 70 war. Doch im Selbstmord zu begehen muss schon Schlimmeres passieren. Das Problem lag auf der Hand, wo drauf offline masturbieren. Klaus ist tot, Klaus ist tot, wegen Internetverbot. Sie nahmen ihm das WLAN und er nahm sich das Leben. Sie sahen ihn am Morgen in der Badewanne liegen. Die Pulsaren waren offen, er war leichenblass und blutleer. Und alles ausschließlich wegen verbotenen Computer. Dann stand er dort am Himmelstor, um darin einzuchecken. Doch gab's zu seinem Schrecken dort nur eines zu entdecken. Im Himmel gibt's kein Internet, im Himmel gibt's kein Internet, als er das sah, hat er am liebsten sofort wieder ausgecheckt. Nur Wolken und Apostel, nur Engel und Gesang. Und nicht einmal sein iPhone 5 hatte hier Empfang. Ja, im Himmel gibt's kein Internet, im Himmel gibt's kein Internet, kein Fernsehen und kein Radio, Jesus spart sich geht's. Warum muss er in den Himmel? Er war doch kein frommer Christ. Er wäre lieber in der Hölle, weil die Hölle Hotspot ist. Klaus ist tot, Klaus ist tot, wegen Internetverbot. Sie nahmen ihm das WLAN und er nahm sich das Leben. Man bezahlt für seine Sünden. Klaus, so ist das Leben. Klaus ist tot. Und das? Klaus ist tot. Weil die waren die Moritaten von dem sehr frechen, aber auch sehr dummen Klaus. Klaus ist tot, wegen Internetverbot. Vielen Dank, viel Spaß als Dank.